Jo, hallo Leute, willkommen zurück bei Gothic. Wir haben jetzt etwas ziemlich komisches über den Reichslord erfahren. Das ist der Typ, der sich um die Sklaven da unten kümmert. Und ich sag's mal so, wenn wir am Anfang nicht aufgepasst hätten, wären wir auch noch seinen Schläger in die Arme gelaufen. Deswegen bin ich so weit rechts am Wegesrand gelaufen. Mal ob wir dem was sagen können. Nein, zeig mir eine Waren, das ist nichts. Ich habe die 400 Erz. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Sollen wir das machen? Ja, müssen wir. Ich denke, es ist dann einfach ganz gut, wenn wir möglichst viel Stärke haben. Sollten wir 40 Stärkepunkte haben, wenn ich mich nicht irre. Jupp. Okay, was haben wir als nächstes noch? Der Lurker am Damm. Das könnten wir mal probieren. Allerdings bin ich nicht sicher, ob wir dafür stark genug sind. Ach was, machen wir es einfach. Das Vieh ist da hinten auf dieser Erhöhung. Einfach rüberschwimmen. Ich laufe erst mal ein Stück da weiter vor, bevor ich ins Wasser gehe. Kraulen wir schnell darüber. Da oben ist es schon. Okay, aber jetzt erstmal speichern. Wir haben eine Chance, eine reelle Chance sogar. Also wäre besser, wenn ich ihn von hinten zu fassen kriege. Geschafft! So, erstmal heilen. Wir nehmen. Probieren wir nochmal Heilkräuter aus. Die kleinen. Noch eins. Und noch ein Höllenpilz. Noch ein. So, das war's, glaube ich. Lebensenergie haben wir jetzt 100. Okay. Dann wieder zurück ins Wasser und vor zu. Hey, da unten sind Hütten. Als ich in meinem Godmode gespielt habe, habe ich da mal runtergetaucht. Da ist aber nichts. Deswegen speichere ich es mir jetzt. Deswegen geben wir jetzt gleich mal die Quest auf einem Lurker am Damm ab und dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Unter anderem Piegos Prüfung des Vertrauens. Ich denke, das machen wir dann auch noch im Anschluss. Komm, mach schneller. Da kann ja meine Oma schneller schwimmen wie du. Naja, eigentlich ja nicht, aber egal. Okay, Hume. Das Vieh ist tot. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen.
Hal Gomez, das Schwein ist tot. So. Dann dürfen wir uns noch gleich mit den Schlägern des Reißlords anlegen. Da vorne ist der Lefty. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Warum nicht? Klar, ich hätte gern. Gut, geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Okay. Braucht noch ziemlich viel für den Level Up. Der Reislord. Kümmert sich um Reisfelder. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig. Mies. Okay, schauen wir uns doch mal um. Bauer, Bauer, dein Horatio. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich, ich bin neu hier. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Okay. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Wow. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Sowas macht einen wirklich zum Pazifisten. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Wenn ich den Reißlord und seine Schläger fertig machen kann. Damit ich den Reißlord und seine Schläger fertig machen kann. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reißlord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen. Aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz ohr. Da, jetzt haben wir 45 Stärke. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raus haben. Gut. Danke für die Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Okay, Horatio, Bauer. Zweite Flasche. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Okay. Noch zwei oder drei Flaschen. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich.
Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Okay. Vier. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Okay, hier beende ich die Episode dann mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.